Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie aus der Barockstadt Weilburg zu einer neuen Folge von Arthouse Talk. Und hier ist Ihr Gastgeber, Klaus Krückemeier. Alle aufgewacht, alle mitgemacht, denn die Show geht los. Mutti springt vom Schoß, rollt die Fässer rein. Ihr dürft fröhlich sein, macht Applaus, rockt das Haus, sagt der Klaus. Und damit herzlich willkommen hier im Bistro Altes Achthaus und herzlich willkommen auch zu Hause. Und herzlich willkommen an meinem Lieblingstresen mit wunderbar zauberhaften Gästen, die ich heute mir alle mal vorknüpfen werde. Mit dabei heute Abend Felicitas Hatzig und Patricia Kein vom Schlagerduo Zweisamkeit, Musical-Darstellerin Stefanie Köhm, Künstler Florian Malicke und Schauspieler Patrick L. Schmitz. Und am Tresen mir gegenüber die Stammtischluder, die Phillies! Willkommen im Rathaus, oh hey, oh, das alles sind wir, oh hey, oh, das gibt es nirgendwo anders, nur ihr, nur ihr. Manche nennen sie auch die drei Chinesen mit dem Kontrabass, aber ein bisschen Bass war auch dabei. Wir kommen zu jemandem, der sich auch in der Welt des Schlagers, der Musik, der Bühne auskennt, nämlich Patrick L. Schmitz. Du bist Schauspieler und hast ja auch das eigentlich so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, ne? Ja, das stimmt. Bin ich an? Ja. Wer hat dafür gesorgt, dass das dir in die Wiege gelegt wurde? Meine Eltern. Ja. Also meine Eltern waren beide am Theater. Meine Mutter war Opern, also sie ist es eigentlich immer noch, ne? Aber sie sind jetzt natürlich in Rente, aber sie war Opernsängerin, mein Vater Bühnentechniker oder Theatertechniker, Werkstattleiter am Wiesbadener Staatstheater und ja. Und die haben dir von klein auf gesagt, du musst auf die Bühne oder haben die gesagt, auf gar keinen Fall? Ja, nee, also eigentlich eher auf, meine Mutter war es glaube ich wurscht, die hat sich's gedacht, dass das so weit kommt. Mein Vater hat, glaube ich, eher gewollt, dass ich was anderes mache, aber irgendwann hat er es dann doch verstanden, dass ich das machen musste. Wann ließ sich nicht mehr vermeiden oder wann war schon abzusehen, dass du vielleicht doch eine künstlerische Karriere einschlagen würdest? Ach, so mit 5 oder 6. Ja, also schon recht früh. Ja, es gibt so peinliche Aufnahmen von mir, also als Kind, wo ich Sketche spiele, die mein Vater natürlich immer dann rausholt, wenn irgendwie Besuch da ist. Die gibt's und da hat sich schon abgezeichnet, ja. Eine Rolle, die du auch schon relativ früh gespielt hast und auch heute immer häufiger mit Bravour spielst, ist eine, die ganz viele hier im Saal, aber auch zu Hause kennen dürfen. Dafür müssen wir eine kurze Verwandlung mal vornehmen. Ist schon so weit. Ich glaube, wir sollten jetzt mal verwandeln. Jetzt schon. Ja. Jetzt schon. Gut. Achtung. Also, dann muss ich ganz kurz. So. Ja. Oh, Sie auch hier, das ist aber toll. Nee, ich grüße Sie. Ja. Von wo sind Sie jetzt gekommen? Ich bin von da gekommen. Ja. Also von da hinten, weil ich da schon stand. Nicht? Aber jetzt sitze ich hier, nicht? Neben den ganzen hübschen Leuten. Da. Oh, ja, da war vor allem da. Nicht? So, ja, und ja, jetzt bin ich hier bei Ihnen, Herr Krückemauser, Meier. Für die, die mich sehen können, drehe ich einmal kurz rum. Ja, ich drehe mich vielleicht mal ist eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen zu dem wunderbaren Heinz Erhardt. Dankeschön, ja. Ja, Sie dürfen klatschen zurück. Ne? Da muss ich. Ja. Ne? Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Geräusch. Vielen Dank. Ne? Schauen Sie mal, man hat mir schon den passenden kleinen Schnupsi von dem Ding mitgebracht. Sehen Sie? Ich bin ja ein ganz bekannter Clown. Freue mich sehr. So, Herr Krückemeier. Sie sind ja sehr bekannt dafür, so auch lyrisch sich ein bisschen zu betätigen. Hätten Sie vielleicht was dabei, was Sie aufsagen können oder irgendwie ein Gedicht oder so? Ja, gewiss. Gewiss. Ja, ein Gedicht. Ja, dann passen Sie zu. Hören Sie zu. Verzeih, ich bin ganz verstreut. Ne? So, ich trage mein Haar heute übrigens offen. Ne? Das freut uns. Ja, das ist nicht. Ah, da fällt mir ganz spontan ein Gedicht zu ein. Ja, bitte. So, bitte. Ja. Man hat ganz oben auf dem Kopfe viele tausend Poren dicht bei dicht. Und nun, das ist das Wunderbare, aus diesen Poren wachsen Haare. Oder auch nicht. Ne? Ja, jetzt ist rum, jetzt können Sie klatschen. Ja. Oder ich, ah,
aus. Genug, genug. So, ich habe noch ein kleines, ein kurzes. Bitte, bitte. Der Stier, also nicht persönlich nehmen. Der Stier, ein jeder Stier hat oben vorn, auf jeder Seite je ein Horn. Doch ist es ihm nicht zuzumuten, auf so einem Horn auch noch zu tuten. Nicht, weil er nicht tuten kann. Nee, der kommt mit dem Maul nicht ran. Nee? Ja, das lassen wir dann nächstes Mal weg. Ja, ja, gut. Ich bin's ja. Nee? Reicht schon. Ich glaube, wir haben ihn ein bisschen erkannt und vielleicht auch gedacht, Mensch, das kommt einem doch bekannt vor. Ja. Es ist ganz spannend. Vielleicht nehmen Sie kurz die Brille noch einmal ab. Lieber Patrick. Also jetzt doch schon wieder. Ja, du kannst hin und her springen. Ich komme nachher nochmal. So, da bin ich wieder. Wenn man durch Bücher, Fernsehen, Radio in den letzten, keine Ahnung, 5, 6 Jahren geht, taucht ja Heinz Ehrhardt auf einmal wieder allerorts auf und ist meines Erachtens beliebter als für lange, lange Zeit. Mhm. Natürlich nicht so beliebt wie damals, als er selber lebte. Aber woher kann das wohl kommen? Was denkst du, dass der gerade so eine gewisse Renaissance erlebt? Also, da würde ich dir gleich mal widersprechen, dass er fast noch beliebter war, er war natürlich sehr, sehr beliebt, als er noch gelebt hat, ganz klar. Aber er selber hatte ja immer große Angst davor, dass er vielleicht mal vergessen wird oder dass er nicht so, oder dass er nicht mehr gelesen wird oder seine Platten nicht mehr gehört werden, wenn er denn mal nicht mehr ist. Und das Gegenteil war der Fall. Als er dann nicht mehr war, haben die Leute wie verrückt die Platten gekauft und sowas und die Bücher gekauft, weil sie dann natürlich noch mehr haben, weil dann wussten sie auch, jetzt sehen wir ihn nicht mehr im Fernsehen und im Kino oder können ihn nicht mehr im Radio hören, dann haben sie sich dann vermehrt die Platten und die Bücher gekauft. Das hat wahrscheinlich dann über die Jahre ein bisschen abgenommen, aber letztendlich werden die Bücher immer noch gekauft und verkauft und jetzt gerade wieder hier zum Beispiel in neuen Auflagen. Einmal kurz hier Uwe in die Kamera. Schauen Sie mal hier. Halten, der hat gibt's ganz, ganz neue Auflagen vom Lapan Verlag. Nicht so wackeln. Entschuldigung, das liegt an der Rolle. Nee, aber ich bin ja gerade nicht die Rolle. So, also, da gibt es die verschiedensten Bücher. Und 2009, also jetzt schon wieder 11 Jahre her, da wäre Heinz Ehrhardt 100 Jahre alt geworden. Also 1909 ist er geboren, 20. Februar. Und 2009 wäre er 100 geworden. Und da gab es natürlich dann ganz viel von ihm in dem Jahr. Da gab es ganz viel im Fernsehen, da gab es Shows über sein Leben. Und natürlich, da wurden auch die ganzen Bücher nochmal alle rausgebracht. Und das hat sich dann auch jetzt in den letzten 10 Jahren nochmal ordentlich umgesprochen. Und die sind auch nochmal gut verkauft worden, glaube ich. Wann hast du das erste Mal mit Heinz Ehrhardt Kontakt gehabt? Oder hast gedacht, oh, was der da macht, finde ich toll, das kann ich auch, will ich auch können? Ja. Ja, auch schon wieder so mit 5, 6, 6:30. früh. Also ich hatte den Vorteil, also ich bin 78er Baujahr, also ich bin jetzt 41 Jahre alt, aber meine Mutter, die ist auch am Varieté aufgewachsen und sowas, die war sehr, überhaupt sehr künstleraffin, musikaffin, selber ja Sängerin und die hat mich früh mit Heinz Ehrhardt in Berührung gebracht auch. Und ich habe den schon immer geliebt als Kind, ich habe die Filme hoch und runter geguckt, vor allem diese Willi-Filme und hatte eine Kassette, die ich jetzt auch seit kurzem mal wieder dann auf CD gefunden habe, die habe ich ganz lange nicht gefunden und die habe ich rauf und runter gehört. Da hat er so ein bisschen von seinem Leben erzählt und seine Lieder gesungen und seine Gedichte aufgesagt und die habe ich bestimmt 200-300 Mal gehört, bis er irgendwann geleiert hat. Ja, früher hat dann eine Kassette geleiert, das kennt man heute gar nicht mehr. Und da hatte ich das irgendwie aufgesaugt, unterbewusst. Ja, und wann hast du das erste Mal professionell auf eine Bühne gebracht? Also er kam schon mal so unterbewusst, im Wiesbadener Jugendclub, das ist ja schon sehr professionell, das habe ich sozusagen parallel zur Schauspielausbildung auch gemacht und kurz davor, da haben wir ein Musical gespielt, das hieß How to Succeed in Business Without Really Trying. Also wie man im Geschäft erfolgreich wird, ohne es wirklich hart zu versuchen. Ja genau, kürzester Titel der Welt. Und da gibt es einen Firmenchef, so ein bisschen einen kauzigen, und der hatte ganz unterbewusst schon ganz viel von Heinz Ehrhardt. Da haben mir ganz viele danach gesagt, das ist ja total wie Heinz Ehrhardt. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich das unterbewusst so eingebaut habe. Und danach habe ich das sogar dann noch sozusagen ein bisschen noch gefüttert. Und da war er schon zumindest ein bisschen geboren. Und dann später, ich war dann am Theater, in Bamberg am Theater, lange Jahre. Und da hatte ich mal eine Freiphase und wir hatten mal ein bisschen Zeit. Und der Intendant sagte, macht doch mal, was ihr wollt. Und dann hat mein lieber netter Kollege von mir, Gerald Leis, wenn du das jetzt gerade siehst, hallo, wir beide haben uns überlegt, wir machen mal einen Abend über Heinz Ehrhardt, hatten aber nie vor, den zu spielen, sondern wir haben gesagt, wir machen jetzt einen Abend, auch einen bisschen biografischen Abend, erzählen über sein Leben, weil die wenigsten wissen tatsächlich vieles über sein Leben. Jeder kennt irgendein Gedicht oder irgendein Lied, aber die wenigsten wussten oder die wissen. Made, die Made zum Beispiel.
Und das haben wir dann uns vorgenommen. Und beim Proben, beim Einstudieren der Sachen, haben wir dann gemerkt, also irgendwann bekam dann die Brille, das war sogar genau diese Brille, die gibt es schon seit so lang, das war 2008, da kam die Brille ins Spiel und da haben wir uns irgendwie so die Brille immer geteilt. Und dann sagte mein Kollege, der das auch super macht, der ist nur sehr schlank. Ja? Und der zwar war Heinz Erd in seinen frühen Jahren ja ganz schlank. Es gibt alte Aufnahmen bei YouTube, lohnt sich mal reinzuschauen. Da ist er ganz dünn und hat noch volles Haar. Und mein Kollege, der ist halt auch dünn oder dünner auf jeden Fall. Und der sah dann ein bisschen eher aus wie der junge Heinz Erhardt, obwohl er eigentlich 7 Jahre älter ist als ich. Und ich, durch meine Figur, die sich auch in den letzten 10 Jahren noch ein bisschen mehr angeglichen hat, oben weniger und unten mehr, hat sich das so ergeben, als ich die Brille auf hatte. Und ich habe auch das nie vorgehabt. Es kam so. Also, ganz natürlich. Naja. Ist da reingewachsen. Genau. Also irgendwann sagte mir dann mein Kollege, du, das ist total wie Erhard. Mach das mal weiter. Wir machen doch irgendwie, spielen wir doch jetzt die Figur. Wir hatten das nie vor. Und dann hat sich das so ergeben. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, der Erhard hat sich eher mich ausgesucht, als ich mir den Erhard. So. Und so bist du dann über verschiedene Bühnen damit gezogen, bis irgendwann eine sehr große Bühne auf dich aufmerksam wurde. Ja, 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 ja. Und zwar haben irgendwann mal die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg, die haben, sind aufmerksam auf mich geworden. Zur Erklärung muss man sagen, Heinz Erhard hat auch in Karl-May-Spielen, Filmen damals in den 60er Jahren mitgespielt. Mhm. In 2 Stück und der bekanntere von beiden war der Ölprinz, das ist eigentlich so mit einer der bekanntesten neben Schatz im Silbersee. Und da hat er den Kantor Hampel gespielt. Und die Intendantin Ute Tienel von den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, die sah mich zufällig bei der, was war das nochmal, es war so eine Gala-Veranstaltung des Karl-May-Verlags, der in Bamberg sitzt, wo ich ja lebe. Und da durch Zufall bin ich da als Heinz Erhard aufgetreten und habe da von den Dreharbeiten erzählt, von damals, der hat nämlich in seiner Biografie ein ganzes Kapitel über die Dreharbeiten vom Ölprinz geschrieben. Und das habe ich mir so ein bisschen drauf geschafft und bin so als Überraschungsgast aufgetreten und habe dann so aus dem FF habe ich dann erzählt, wie Winnetou immer seinen Text vergessen hat, ne, und so, und es ständig geregnet hat und dann hat er immer Pfannkuchen und Omelettes wie die Besatzung gemacht, ne, und so weiter. Und das kam dann bei Frau Tienel, die im Publikum saß, da waren sämtliche Menschen eingeladen, die irgendwas mit Karl May zu tun hatten. Die fand das toll und am selben Abend bekam ich noch eine Nachricht, ob ich denn nicht Lust hätte, bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg mitzuspielen. Und dann warst du Heinz Erhard in einem Karl-May-Stück? Ja. Was vor wie viel tausend Leuten gespielt wurde? Das, naja, da sitzen immer so 7.500 Leute pro Vorstellung drin. Das war dieses Jahr, bin jetzt häufiger bei den Karl-May-Spielen, dieses Jahr haben wir über 400.000 Zuschauer gehabt. In einem Sommer? Genau, und beim Heinz Erhard waren es knapp unter 400.000 Zuschauer. Und kommt denn auch dort Heinz Erhard heute noch an? Da sind ja auch viele Familien, viele Kinder. Das war der Knüller. Es gab natürlich auch ein paar Menschen, die da nicht so dran geglaubt haben. Die haben dann gedacht, wie Heinz Erhard bei den Karl-May-Spielen einbauen. Auch wenn der in dem Film mitgespielt hat, damals war der ja bekannt. Heute kennt ihn ja kein Mensch mehr oder vor allem die Kinder nicht. Ja. Ist vielleicht ein bisschen gewagt. Und das Gegenteil war der Fall. Also der ist angekommen wie Bolle, das war ganz toll. Und vor allem gerade bei den Kindern, und das, die Erfahrung mache ich oft mit meinem Soloprogramm, dass dieser Humor und die Art, wie Heinz Erhard ist oder war, gerade bei jungen Menschen und bei Kindern besonders gut ankommt. Auch wenn sie ihn vorher noch nicht gekannt haben. Und so war das bei den Karl-May-Spielen auch. Da haben die Kinder, dann gibt es immer so Abklatschrunden und ganz viel Autogrammstunden danach und sowas. Und da kam dann, als wir das eine Weile gespielt hatten schon, da spielte ich, das war das Stück Im Tal des Todes, und ich spielte eine erfundene Figur, die hieß Heinz Egon Winzigmann, ein Dichter, der durch den Wilden Westen zog und ein Gedichtband über Indianer schrieb. Und da fuhr ich mit so einem kleinen Autochen und mit einer lebenden Eule, die hieß Fridolin, fuhr ich durch den Wilden Westen. Und das war also alles ganz witzig und den Leuten, das kam gut an. Und später bei den Autogrammstunden mit den Kindern kamen Kinder und Jugendliche immer zu mir und sagten, hey, das finden wir ganz toll und wir haben da bei YouTube einen gefunden, der ist so wie du. Also genau das, andersrum. Die haben du denn erzählt, ja, dass der dich nachmacht? Genau. Oder? Ja, nee, aber das war, ich habe da natürlich ganz viel Werbung für Heinz Erhard gemacht. Ich habe dann gesagt, ja, das ist Heinz Erhard, guck den mal, das ist ganz toll. Zum Beispiel haben auch in dem Stück haben Kinder mitgespielt, also es gab eine Kinderrolle, ein Junge, und der wurde von 3 Jungs gespielt und die kannten Heinz Erhard vorher nicht. Und die waren aber über die Proben so interessiert an Heinz Erhard, dass die von mir zur Premiere dann jeder ein Heinz Erhard Buch geschenkt gekriegt haben, mit dem Ergebnis, dass jeder
und die waren an unterschiedlichen Schulen. Jeder von denen irgendwie Referate in den Schulen über Heinz Erhardt gehalten haben. Die haben Heinz Erhardt-Gedichte in den Schulen auswendig gelernt. Und somit habe ich Heinz Erhardt in die Schulen gestreut und in die Herzen der Kinder. Und das fand ich natürlich ganz toll, weil ich, wie gesagt, stehe sehr hinter der Figur und liebe das, den zu spielen. Und heute verbreitest du diese Liebe und streust sie auch unter allen Gästen und Zuschauern heute hier im Bistro Altes Arthaus. Wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist, und will ich mal sehen, Soloabend, wo kann ich dich sehen? Jetzt in der Nähe sogar, jetzt am 31. Januar im Roncalli-Haus in Wiesbaden. Da bin ich gebucht, Wiesbaden, Landeshauptstadt Pelzen, kennt man, und ist hier in der Nähe. Und Karl-May-Spiele kommen auch wieder. Was wird da dieses Jahr gespielt? Die Karl-May-Spiele kommen auch wieder, da wird dieses Jahr der Ölprinz gespielt. Machst du da auch mit? Das weiß ich noch nicht. Wir gehen da mal nicht weiter darauf ein. Vielleicht schaut man einfach mal im Internet nach und guckt mal im Sommer, vielleicht erkennt man da dein Gesicht wieder. Ja, no comment. Und weil du so schön berichtet hast, haben auch unsere traumhaften Sänger, die Füllis, für dich ein kleines musikalisches Zauberwerk vorbereitet. Und bevor sie singen, Füllis passt wunderbar zu mir. Jungs, gib mal einen Ton und das ist jetzt nur für dich, für sie. Für den Heinz, ich warte. Na, wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn. Also ich mit. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann trink ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, trink ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, fang ich an von vorn. Patrick Elschmitz und die Füllis! Ah, wunderbar! Vielen Dank! Bei Bilja bündelt sich die Kraft einer gemeinsamen Marke, BMW. Immer einen Schritt voraus, immer innovativ, immer eine automobile Naturgewalt. Bilja, Ihr Kompetenzzentrum in Weilburg, wenn es um Fahrspaß und Sicherheit geht. Haben wir den Patrick Heinz weggezaubert und Florian Mahlicke hingezaubert. Ich habe dich eben als Künstler angekündigt, weil du im Bereich Musik schon sehr lange Erfahrung gesammelt hast und auch nach wie vor unterwegs bist. Mhm. Wo tobst du dich noch sonst künstlerisch aus? Auch so auf der Bühne, im Theater, vertone. Rede ich zu leise? Du bist wunderbar. Und schon wieder Schnitt, super. Hier wird nichts geschnitten. Nein. Auf der Bühne, im Theater, vertone Kurzfilme. Dieses und jenes. Und deine Stimme kann man auch hören? Ja, bei der Spürhasenbande, einer wunderbaren Hörspielproduktion. Und da ist auch einer dabei. Du bist das. Ah! Klaus. Danke, dass du es gesagt Ganz hast. Ganz genau. Aber wir haben dich heute noch wegen einer anderen Sache hier hingesetzt, weil der Mann, der hier eben saß, der hat ein bisschen was mit dir zu tun. Inwiefern? Ja, er hat mich irgendwie an meinen Großvater erinnert. Was? Ja, es ist unglaublich. Das heißt, dein Großvater war Heinz Erhardt. Ja, genau. Einer von den vielen Enkeln, die da noch unterwegs sind. Hast du ihn denn selber aktiv in Erinnerung und mitbekommen? Ja, das ist so eine Sache. Also er hat ja einen Schlaganfall mit 60 Jahren gehabt, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Und die ersten 5 Lebensjahre, und davon habe ich ihn, glaube ich, nur 2 wirklich ganz klein miterlebt, da konnte er schon nicht mehr sprechen oder schreiben. Er gab mir mal einen Kuss auf die Stirn und das habe ich noch sehr gut in Erinnerung, weil ich dachte, er wäre total feucht und habe mich nicht getraut, ihn wegzuwischen. Und erst als mein Gropi, wie ich ihn genannt habe, weggegangen ist, habe ich ihn weggewischt, aber war schon weg. Das ist die ganz profane Erinnerung an meinen Großvater. Aber wie eben mit Patrick besprochen, ist er ja wieder sehr en vogue und taucht ganz häufig in den letzten Jahren verstärkt auf. Aber wo hast du mitbekommen, dass auf einmal Gropi wieder voll in ist? Ja, also in den 80ern gab es eine Phase, da war das ganz groß, da kamen die Filme ständig und dann war lange
Doch in den 90ern gab es noch was. Dann hat er plötzlich Werbung posthum für Verporten, darf ich das sagen, für ein Eierlikör gemacht. Und hey, er war schon tot, aber hat noch Werbung gemacht? Ja, Verporten, eine Eierlikörfirma hat das einfach gemacht. Wir sind nicht öffentlich-rechtlich, ich werde alles sagen. Die waren der Sponsor für eine Serie auf einem Privatsender. Und dort liefen die Filme nochmal und die waren sehr erfolgreich. Und das war ganz großartig. Dann war lange nichts, dann zum 100. Geburtstag ging das wieder richtig ab mit den Büchern und Tonträgern. Und dann dachte ich schon, oh, jetzt ist eigentlich der Höhepunkt erreicht, jetzt flaut es wieder ab. Und jetzt haben wir letztens vom Lappan Verlag die Nachricht bekommen, dass die Leute, die Künstler, die mit seinen Sachen auf die Bühne gehen, ich weiß nicht, wie ich das in Worte kleiden soll, also viel mehr, der Verlag verdient damit viel mehr als mit den Büchern jetzt. Und die Bücher werden immer noch gut verkauft. Das heißt, die Bücher laufen gut, aber es gibt so viele Künstler, die ihn wieder auf der Bühne lebendig werden lassen. Ja. Und woran kann das liegen? Was sagt die Familie dazu? Was sagt Onkel, Tanten, Mutter, Vater, was? Oh Gott. Alle was anderes. Alle was anderes. Ich war erst mal baff. Ich wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte. Und jetzt grase ich mittlerweile alle ab, die mir in die Finger kommen. Bei dir war ich ja auch schon bei 2 oder 3 Programmen und ich bin ganz begeistert, weil alle unterschiedlich sind, alle haben einen anderen Zugang und alle machen das nicht nur wegen des schnöden Mammons wegen des Geldes, sondern weil die ihn lieben und die wissen mehr über ihn als ich und da bin ich immer sehr beschämt. Das, was du über deinen Gruppi weißt, was ist das oder wer hat es dir beigebracht oder weitergetragen? Na, das war meine Mutter. Hauptsächlich. Meine Mutter. Ja, meine Mutter. Loriot, die hat mir sehr viel davon erzählt, wie das so in der Kindheit war. Nicht immer einfach, er war ja viel unterwegs, hat einfach für seinen Beruf sehr viel gelebt. Gibt es da so ein, zwei Geschichten, Anekdoten, wo man häufiger drüber stolpert oder man sagt, krass, das hat er auch gemacht oder so war der drauf? So war der drauf. Er hat ja früher, das ist vielleicht so ein bisschen bekannt, vor seinen Auftritten immer ein Dodo getrunken. Das ist ein doppelter Dornkart. Und wir brauchen gleich auch mal was hier nochmal bestellen. Oh ja, gibt es sowas hier? Dornkart? Doppelter? Ein doppelter Dornkart. Oder das ist das Publikum. Oh, das wird heute ein umsatzstarker Abend, Freunde. Eine Runde für alle. Ja. Den hat er immer, bevor er auf die Bühne ging, gerne getrunken. Und zu seinem 60. hatte er, glaube ich, 60 Flaschen von Dornkart als Präsentkorb bekommen. Oder so war das in der Art. Und dann hat er seinen Schlaganfall bekommen. Und war ans Bett gefesselt die meiste Zeit. Und irgendwann ist aber das Klo verstopft gewesen bei denen zu Hause. Und meine Großmutter hat dann den Klempner gerufen. Und der hat dann plötzlich lauter Dodos daraus gefischt. Mein Großvater hat die alle so ab und zu einmal getrunken und dann im Klo versenkt. Heimlich auf der Toilette? Heimlich auf der Toilette. Ganz genau. 60 Fläschchen alle im Ja, aber Klosett. Über 10 Jahre. Okay, Das kann man sich ja einteilen. Das kann man sich ja einteilen, genau. Von daher hat das Lied hier nicht nur gesungen, sondern auch als Routine vor einem Bühnenauftritt, das einfach so als Ritual. Als Ritual, ganz genau. Mhm. Er war ja im Fernsehen, im Kino, aber er hat auch viel Musik gemacht. Vielleicht gibt es ja auch da ein paar Sachen, wo es sich überschneidet, was man ja gar nicht so von ihm weiß, dass er ja auch zum Teil Opern geschrieben hat. Was ist sein musikalisches Vermächtnis? Ja, er hat sogar mit seinem Vater, und der Vater war Kapellmeister und hat Caruso-Gesangsunterricht gegeben. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Ich glaube, das war aber so. Und die haben zusammen wohl auch eine Operette geschrieben, die ist aber verschollen. Und da schauen wir gerade, ob es da noch irgendwo was gibt. Aha. Genau. Das heißt, es gibt noch einige Schätze, die zu heben sind und die man so nach und nach vielleicht noch ans Tageslicht bringt. Ja, ich glaube, die meisten haben wir, glaube ich, schon gehoben. Sind ja noch klassische Klavierstücke von ihm aufgefunden worden. Die werden mittlerweile auch aufgeführt. Die sind doch sehr schön. Aha. Die hat er schon als junger Bub geschrieben zum Teil, mit 16, 17. Ich meine, die Familie ist ja größer, das sind ja einige. Wie viele Kinder hatte er? 3 Mädels und ein Jungen. Ja. Okay, also die haben sich auch weiter fortgepflanzt. Also ein Sohn war der Gero, der war Regisseur, ist das korrekt? Er war erst Kameramann und später Regisseur beim Traumschiff und beim Alten. Also er ist quasi auch so ein bisschen in diesen Fußstapfen gewandelt. Ja. Und dann kennt man vielleicht noch aktuell den Marek. Er hatte ja auch als Schauspieler, Sprecher aktiv ist. Genau, der bei dieser Polizeiserie, ich weiß nicht, wie die im NDR heißt, die Hafenpolizei oder sowas, bei den 3 Fragezeichen als Sprecher, Stadionsprecher beim HSV war er, ja. Und auch bei den Karl-May-Spielen bei Segeberg ist auch der 8. Ansagen. Also es gibt so ein paar Sachen, die sich hier durch den Raum spinnen lassen.
ein Ausblick für dich? Ist das eher eine Last, die auf einem liegt und sagt, ah, das ist der Enkel von Heinz Erhardt? Oder freut man sich da oder duckt man sich da? Oder gibt es verschiedene Situationen, wie man es gerne dann hätte? Also früher weiß ich nicht. Ich habe so früher gar nicht so den Bezug zu ihm gehabt als Kind. Und die Erwachsenen kamen immer an, oh, du bist der Enkel vom Heinz Erhardt, sag doch mal die Made. Und die ich habe gesagt, die kann ich nicht. Und bis heute kannst du sie? Ja, die kann ich bis heute nicht, nein. Dafür gibt es andere Leute. Ganz genau. Ehrlich? Aber mittlerweile, ich liebe seine Sachen, die er gemacht hat. Auch besonders das Bühnenprogramm finde ich ganz toll. Und ich bin total begeistert, dass Leute wie Patrick oder der Gerald das auf die Bühne wiederbringen. Er hat ja auch Theaterstücke geschrieben und aufgeführt. Ja. Ne? Und ich glaube, es war auch eines der erfolgreichsten der Nachkriegszeit, wenn ich mich erinnere. Wo, ne? Ist das korrekt? Ja, das hat man nun davon und das lief 700 Mal, glaube ich. Das müssen heute erstmal verschiedene Stücke schaffen, ja. 700 Mal zu laufen. Aber er hat auch selber nicht nur geschrieben, sondern auch mitgespielt und inszeniert. Ne? Mitgespielt und inszeniert, aber er hat auch für seine Filmrollen immer die Freiheit gehabt, das Drehbuch umzuschreiben. Also seine Texte. Ah, okay. Ja. Das heißt, er hatte so einen Stellenwert, dass er sagte, schöne Rolle, ich mache die noch ein bisschen anders. Ja. Das sind natürlich Sachen, das muss man erstmal drauf haben und sich ausnehmen können. Gibt es denn Sachen, wo ihr als Familie sagt, Mensch, das würden wir gerne noch rausbringen oder noch machen oder da ist noch irgendwas, was einen so in den Fingern juckt, um dann noch weiterhin ihn unvergessen zu machen? Unvergessen? Naja, weil es hieß ja, er hat erzählt, dass er Angst hatte, dass er schnell vergessen werden würde. Ja, das hatte er tatsächlich. Deswegen hat er ja auch so viel gearbeitet. Keine Ahnung. ich kann's dir nicht sagen. Also meine Mutter hat mit ihren beiden Schwestern vor vielen, vielen Jahren ein Buch geschrieben, Heinz Erhardt privat, was ich persönlich sehr schön finde, weil das wirklich tolle Einblicke gibt, auch in seine Alben. Er hat alle Fotoschnipsel und Berichte gesammelt und auch kommentiert und das liegt der Familie vor. Und das sind ganz schöne Sachen dabei und die haben einfach erzählt, wie das früher zu Hause war. Und das ist vergriffen und ich würde mich freuen, wenn das einfach nochmal rauskäme, weil ich das merke auch an eurem Programm, dass die Leute fragen, wie war er eigentlich? Da muss ich kurz rein mit dem Heinz Erhardt privat. Das war nämlich genau das Buch, was wir benutzt haben, der Gerald, mein Kollege und ich, um unseren biografischen Abend über Heinz Erhardt zu machen. Und das war, da haben wir so viel drin gefunden und so viel, auch so viel Herzenswärme in diesem Buch. Und diese Herzenswärme haben wir tatsächlich, wir mussten das im Prinzip eigentlich nur vorlesen, in Anführungsstrichen, und das hat sich sofort, ist übergeschwappt aufs Publikum. Und das Publikum hat uns dafür geliebt, dass wir ihn aus diesem Buch vorgelesen haben. Und die haben das geliebt, Sachen über ihn zu erfahren, die sie vorher noch nie gehört hatten. Und deswegen sage ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal Danke an deine Mama und an die Geschwister und an dich und so, dass wir das machen durften durch das Buch. Schön. Oh. Mein Enkelsohn Florian Malicke und ich werden jetzt zusammen die Made aufsagen. Nein. Na, du hilfst mir, wenn ich hängen bleibe. Ja. Also, ich fange vorne an. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Diente so auf dieser Weise einer Ameise als Speise. Eines Tages sah die Made, sprach die Made, liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol, so lebt denn wohl. Halt, noch eins, denk, was geschah. Geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich. Made Junior aber schlich aus der Wohnung, das war schlecht, denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade. Schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Ne? Jetzt ist aus. Oh. Ja, Florian, eine tolle Vorlage. Aber hast du was Kleines, was ganz Kleines, was du auch vielleicht noch so ein bisschen geben könntest? Ja. Das Nasshorn. Ein Nasshorn und ein Trockenhorn spazierten durch die Wüste. Da stolperte das Trockenhorn. Das Nasshorn sagte: Siehste. Können wir weiter? Lassen wir alle drauf? Okay, Achtung. Ach, ist das schön.
mache jetzt den ganzen Abend so weiter. Einen habe ich noch und noch einen und noch einen. Wir können gleich noch im Publikum fragen, wer alle eins drauf hat. Das wird ein sehr langer Abend. Sondersendung heute von Arthouse Talk. Nein, lieber Florian, ganz vielen lieben Dank, dass du als Gast an diesen Tresen gekommen bist, mal ein bisschen aus dem Nähkästlein zu plaudern, einmal dich selber als Interpret darzustellen. Gerne, und weil du hast so viele Getränke hast, du brauchst keinen Korn trinken, trink einfach, was du willst. Aber auch da zur Verabschiedung haben die Füllis ein kleines Lied für dich vorbereitet. Das kann doch wie ein Pferd nicht verschütten. Gut gemacht, trink nur hoch, heute so. Okay, dann gehen wir vor dem Dreh den Text nochmal durch. Mhm. Hochwertige Interliving-Küchen, Top-Qualität, 5 Jahre Garantie und die Stauraum-Wunder-Erweiterungs-Küchenelemente. Wunder-Küken? Küchenelemente. Ah, Küchenelemente. Wunder-Küchenelemente. Aber jetzt war ich nicht zu sehen. Samu, das Wesentliche ist zu sehen. Interliving. Küche für mich gemacht. Küken für mich gemacht. Einfach schön. Ich könnte das jeden Abend machen. Naja, nicht ganz jeden Abend. Aber schön, gutes Thema. Willkommen zu einer schönen Frau. Stefanie Köhm, Musical-Darstellerin. So ein Name, so ein Persönchen. Was steckt denn dahinter, hinter dem? Ja, das kann man ruhig machen. Danke auch, dass Sie für mich da sind. Aber was versteckt sich in diesem langen Begriff Musical-Darstellerin? Ja, also ich meine im klassischen Sinne, ich habe das studiert und im Studium sind die 3 Hauptfächer Gesang, Tanz und Schauspiel. Genau. Also der Triathlon, den man auf der Bühne genau, macht, wenn man ein Musical die spielt. Die Triple Threats, ja. Aber wie ist das auf Englisch? Oh, ich sag's nicht nochmal. Weil häufig sagt man ja, wir haben Schauspieler, wir haben Sänger. Genau. Und da hat man irgendwann gedacht, da gibt's was dazwischen. Ja, also quasi dann, wenn im Schauspiel die gesprochene Sprache nicht mehr ausreicht, dann wird eben gesungen. Und dafür gibt's uns. Und das kann man studieren? Genau. Wer macht sowas? Also ich habe es in Essen an der Wolfgang-Universität der Künste studiert. Es gibt auch die August Everding in München noch als staatliche oder die Universität der Künste Berlin. Es gibt so einige noch. Ja. Und das heißt, wie lange verbringt man da die Zeit, um anschließend sagen zu können, ich bin das? Also in meinem Fall damals waren das 8 Semester, Diplomstudiengang. Und dann aber halt wirklich von Montag bis Sonntag mehr oder weniger. Und von 9 bis 22 Uhr war der normale Studientag. Also schon sehr... Und da wurdest du fit gemacht, dass du singen, tanzen und sprechen spielen kannst. Ja, Sprechunterricht bekommen wirklich und natürlich Schauspielunterricht, Tanzunterricht, jeden Morgen 9 Uhr an der Ballettstange. Juhu! Ja, und Steppunterricht auch und Jazztanz, natürlich Gesang, Chorgesang, Musiktheorie, Theatergeschichte, Musicalgeschichte, sehr breit gefächert. Das heißt, wenn du Schauspiel und Gesang und Tanz machst, hast du ja quasi mehr gelernt gemacht als nur Schauspieler. Ja, also viele sagen ja immer, wir Musical-Darsteller können ja nicht so richtig. Das möchte ich jetzt mal hier nicht unterschreiben. Also ich finde schon, wir an der Volkfang haben auch dieselbe Grundausbildung genossen wie die Schauspieler. Wir haben auch mit den Schauspielern zusammen den Unterricht gehabt. Ja, würde schon sagen, dass wir, eigentlich ist das schon ein bisschen, ja nicht mehr, aber halt noch so. Ja. Dann ist man also irgendwann fertig, ne? Und sagt dann so, hallo Welt, hier bin ich. Wie geht's dann los? Wie geht's weiter? Ja. Wie viele Starlights und Cats und Phantome haben sich um dich gerissen? Ja, genau. Dann geht's dann damit los, dass man sich bewirbt und hofft, zu irgendeiner Audition, so heißen die Castings bei uns, eingeladen wird. Und ja, im besten Fall macht man das schon im letzten Studienjahr, damit man dann natürlich im Anschluss direkt einen Job hat. So habe ich das auch gemacht und... ich hatte dann das große Glück und habe direkt am Theater St. Gallen in der Schweiz, was im Musical-Bereich, im deutschsprachigen Bereich ein großer Name ist, direkt eine Hauptrolle in der deutschsprachigen Erstaufführung bekommen in meinem... Oh, das Mikro. Oh, Entschuldigung. Ich mache immer hier den Colliergriff, ne? Darf ich nicht mehr, ja? Habt ihr es auch gelernt, den Colliergriff? Natürlich.
Du bist ein Mädchen. Ich doch nicht, nein. Nee, jedenfalls durfte ich am Theater St. Gallen meine absolute Traumrolle spielen. Kate Monster und Lucy D. Schlampe. Piep, darf ich das sagen? Ja? Alles heute, ich kann alles raus. Wir sind unter uns. Ja. Bei Avenue Q. Und ja, das war so die Rolle, wo ich damals schon dachte, oh mein Gott, wenn du irgendwann mal diesen Beruf machst, wenn du das einmal spielen darfst, ja, dann... Ich habe ja ein bisschen recherchiert und ich kenne mich ja ein bisschen bei dir aus. Das heißt, du hast es die deutschsprachige Erstaufführung in der Schweiz gemacht. Du hast nachher die erste deutschsprachige Erstaufführung von dem gleichen Musical in Mannheim gemacht. Ja. Es gibt eine CD-Aufnahme davon, also als Erstlingswerk schon mal nicht verkehrt. Sag uns ganz kurz was für Avenue Q. Die meisten kennen halt nur Phantome, die Katzen spielen. Was ist Avenue Q? Avenue Q ist ein Stück, was ganz speziell ist, denn es ist mit Handpuppen und siehst du, und direkt kommt meine Hand. Tut mich gerade gar nicht ausschalten, ne? Weil das Besondere ist, dass wir mit den Puppen sind Klappmaulpuppen, die man aus der Sesamstraße auch kennt, vom Stil her. Und es gibt Puppen mit Puppenspielern, wir spielen aber sichtbar. Also wir sind nicht versteckt, genau, man sieht den Puppenspieler, wir spielen alles parallel nach vorne. Und dann gibt es auch Menschen, also so wie die Sesamstraße, wenn man es so möchte. Nur für Erwachsene. Und mit viel Musik. Und mit ganz viel wunderbarer Musik. In der Sesamstraße und Muppet Show gab es ja auch immer viel Musik. Und da hast du ja einen ganz besonderen Workshop bekleiden dürfen. Ja, was ganz großartig war, dass die deutschsprachige Erstaufführung war, kam der Puppenbauer Rick Lyon, der auch damals mit der ganzen Entwicklung des Stückes natürlich vertraut war. Auch selbst in Amerika, am Broadway. In Amerika, genau, selbst die Uraufführung mitgespielt hat auch, Trackie Monster und Nicky damals. Und der kam nach St. Gallen, hat die Puppen extra für uns gebaut und hat uns dann eine Woche lang einen Workshop gegeben. Und er selbst hat nämlich gelernt bei Jim Henson, den wir alle kennen. Den Vater der Muppets und der Sesamstraße. Das heißt, bisher wusste ich, dass die einzige deutschsprachige Künstlerin war Mary Rose, die damals mal in der Muppet Show auftreten durfte als Gesangsgast. Da erzählt sie auch im Talkshow ganz viel davon. Die einzige Deutsche, die mal in der Muppet Show zu Gast war. Und jetzt kenne ich eine, die zumindest auch bei einem gelernt hat, der vom Muppet-Vater selber gelernt hat. Der sogar den Kermit spielen durfte, was ja wohl so ein Ritterschlag ist. Weil eigentlich war Jim Henson selber der Kermit. Eben. Ach toll. Ja, nein, das war sehr spannend. Ja. Also das heißt, du bist jetzt auch noch Puppenspielerin on top. Ja, würde ich sagen. Zumindest Klappmaul-Puppenspielerin. Also, man hat schon mal, du hast ein großes Glück gehabt, ganz hoch einzusteigen, diese Rolle mit zu entwickeln, deutschsprachig uraufzuführen. Gibt es denn irgendwas, man sagt, da habe ich mal mit ein, zwei Stars und Sternchen zusammen auftreten dürfen, weil da kommt man ja mit ein paar bekannten Leuten vielleicht aus dem Bereich Musical oder auch sonst Show in Kontakt? Ja, also tatsächlich trifft man immer mal wieder Leute. Damals vor, oh Gott, 11 Jahren ist das schon her, 2009 war das, habe ich in Hagen am Theater Into the Woods gespielt. So ein Märchen-Musical? Sondheim, genau. Und da wurde nicht die Erzählerin, Quatsch, der Riese eingesprochen damals von Hella von Sinnen, die dann auch bei der Premiere da war, die wir dann treffen durften, damals begleitet von Dirk Bach, der ja dann auch später mit Kein Pardon auch Musical gemacht hat, ne? Und der Erzähler in dem Stück wurde gespielt bei jeder Vorstellung von Gildo Horn. Was auch eine ganz tolle Begegnung war. Und, er war auch wirklich so süß, weil wir hatten in den Endproben, das war ein Projekt noch von der Uni aus, hatten wir noch eine Veranstaltung an der Uni. Und die Endproben sind in so einem Theater ja wirklich immer, also da geht man auf dem Zahnfleisch, ne? So kurz vor der Premiere. Und dann mussten wir noch so eine Gala machen und wir waren alle so fertig. Und Gildo hat gesagt, Leute, wenn ihr das machen müsst, mache ich das auch. Ich komme. Also auch der Stargast? Ja, da kam er zu uns an die Hochschule, hat diese Gala mit uns gemacht und hat dann halt uns alle auch mal in anderen Rollen oder in anderen stimmlichen Farben auch gesehen. Und danach ist er auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, als Stargast mit ihm seine Weihnachtstour zu machen. Und dann, ja, er hat mich dann Trixie Shadow getauft. Das war mein Künstlername. Und so hat er nicht alle genannt. Und dann habe ich echt damals 2009 die Weihnachtskonzerte mit ihm gemacht, mit ihm und den orthopädischen Strümpfen, was ganz großartig war. Und seitdem weißt du, Gildo hat dich lieb. Oh ja, das hat er. Piep. Ja, man kommt also ganz gut auch rum. Das ist aber die Sache, die Schauspieler haben ja meistens ein festes Engagement und sind 1, 2, 3 Jahre fest an einem Haus, in einem Ensemble. Wie ist das bei Musical-DarstellerInnen? Also es gibt natürlich diese Großproduktionen, also Stage Entertainment, die jetzt so Tina oder Aladdin und sowas machen. König der Löwen. Genau, die Sachen, die halt 8-mal die Woche spielen. So, da hast du natürlich dann Jahresverträge oder so. Ich persönlich mache nur Stadttheater. Und da ist dann wirklich so, ich habe immer nur einen Gastspielvertrag für eine Produktion. Das heißt, regelmäßig heißt es vorsingen, hoffen, bangen, meistens Absagen kassieren. Und das heißt, wenn eine Show für dich ausläuft, es keine weitere Vorstellung gibt,
musst du wieder dich woanders vorstellen, dass du wieder was Neues bekommst. Genau. Also bist du immer wieder im Vertrag und wieder ohne Job und wieder im Vertrag und wieder ohne Job. Wie lange machst du das schon? Seit fast 10 Jahren jetzt, glaube ich. Was haben wir? Das hört nie auf, dass man irgendwann sagt, ihr kennt mich doch jetzt alle, ihr wisst doch, was ich mache. Und, aber irgendwie finde ich es auch zum Teil manchmal gut, weil selbst auf Auditions trifft man manchmal wirklich Leute, wo man denkt, oh Gott, die sind hier vor, die ist doch total, also man kennt die doch, ne? Und dann denkt man so, Gott, jetzt muss ich nach der rein und aussingen. Und, aber es ist trotzdem manchmal, also ich habe auch schon mal einen Job bekommen, obwohl da wirklich namhafte Leute waren, wo ich dachte, oh Gott, wie soll ich denn da irgendwie bestehen? Aber dann ist man vielleicht eher der Typ oder so. Also selbst für die Leute, die wirklich groß spielen, hört es nicht auf. Irgendwie traurig, aber irgendwie auch schön für andere, dass sie wissen, okay, man hat trotzdem auch die Chance nachzukommen. Ne? Okay, also es ist nicht immer alles fest besetzt und man sagt, ach, wir wissen eh, wer es wird. Natürlich, manchmal ist das so. Manchmal gehst du auch zu einer Audition und sagst, ach ja, ich weiß doch eh, dass die Rolle kriegt. Und so ist es dann auch manchmal, aber es ist nicht immer so. Und das ist ja auch schön, dass jeder trotzdem fair die Chance hat, den Job sich zu prallen. Aber bist du dann nur auf Musical Vorstellungen abonniert oder machst du auch Sachen, die noch nebenbei dazu irgendwie in den künstlerischen Bereich fallen? Also gerade dieses Jahr oder letztes Jahr, also 2019, muss ich sagen, ist viel Neues so auf mich zugekommen. Ich war jetzt nur als Sängerin engagiert auf dem Kreuzfahrtschiff als Solistin, war einen Monat da im Mittelmeer unterwegs, was jetzt auch nicht gerade schlecht war. So. Fand ich ganz toll. Und habe halt da mit einer Band gesungen, was ich so auch nicht kannte, weil ich sonst wirklich nur Musical mache. Ich habe jetzt nicht diesen Weg, dass ich vom Bandgesang oder so komme, was ja viele vorher gemacht haben. Das war ganz spannend und fand ich ganz toll und hoffe, da ergibt sich nochmal was. Und dann das Radio-Live-Theater. ja, eben. Und da darf ich ja jetzt auch dabei sein bei Niki und Vicky und das Karpatenkalb, was ja auch für mich als Kind der 80er, das natürlich auch mit Hörspielen groß geworden ist. Also wir bringen zusammen Hörspiele live auf die Bühne und da darf sie auch mal über die Bühne singen, tanzen, sprechen, spielen. Also wir ziehen so ein bisschen die 80er-Jahre-Kult- Kinder-Jugend-Hörspiele durch den Kakao. Und auch mit großem Orchester darf man ab und zu mal auf der Bühne stehen. Ja. So wie wir zusammen an Neujahr. Genau, das war auch toll. Da haben wir in Wiesbaden zusammen mit dem Staatsorchester, ne, mit 65 Musikern waren das, glaube ich. Ne? Hast du mal mehr Leuten auf der Bühne gestanden als Musiker? Tatsächlich einmal, ja, mit der Robert-Schumann-Philharmonie. Da waren es 80 in Chemnitz damals. Das heißt, 80 Musiker auf der Bühne und du stehst als Einzige da? Unglaublich. Das war Gänsehaut vom kleinen Zeh bis in die Haarspitzen, ja. Aber wenn man dann nicht engagiert ist oder gerade frei hat, dann was macht man dann? Ja, frei hat man ja meistens dann doch nicht, weil man muss sich ja immer wieder bewerben. Und die meisten Theater, wenn sie dann zum Vorsingen einladen, wenn man das Glück hat, eingeladen zu werden, dann muss man meistens Material vorbereiten. Das heißt, die schicken einem Songs oder Szenen. Und da muss man natürlich dann auch immer dran arbeiten. Also übst du immer wieder neue Szenen, neue Lieder, neue Choreografien und so geht das weiter und weiter und weiter. Ja, schon. Wir wollen hoffen, dass das noch sehr, sehr lange für dich weitergeht. Und selbst unser gemischter Damenchor, die Musical-Fans, die Füllis, haben mir gesagt, sie haben ein kleines Liedchen für dich einstudiert. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Arthaus, wir sind heute im Arthaus. Wo so gerne der Klaus aus, als er jung war und schön. Wie völlig!
Felicitas Hatzig und Patricia Kein in angetrauter Zweisamkeit am Tresen. Ihr scheint unzertrennlich und ihr seid es auch musikalisch, denn euer Schlager-Duo heißt Zweisamkeit. Jetzt sollte man denken, zwei junge, hübsche Dinger machen Schlager. Ist das überhaupt noch en vogue aktuell? Was ist da los? In der letzten Zeit ist ja Schlager irgendwie wieder mehr in, als er lange war und dann auch noch auf Deutsch. Woher kommt das? Richtig, also dank Helene, wie sie alle kennen. Die mit dem F-Wort? Die, richtig. ist es wirklich wieder en vogue geworden. Also wir sind sehr dankbar eigentlich für sie, weil sie wirklich den Schlager wieder ausgefallen gemacht hat. Ja. Und dadurch ist so eine Hysterie ausgebrochen, auch bei den jungen Leuten, die wieder Schlager hören. Vor allen Dingen ist Schlager wieder hip. Also die Leute sagen, ja, ich höre Schlager. Und früher war das ja eher so, ja, nee, nein, nein, Schlager, das höre ich nicht, um Gottes Willen. Nein, ja, aber nein, auf jeder guten Party nach Mitternacht? Ich wollte gerade sagen, nur auf Malle. Genau, da echt, hören wir sowas. Richtig, richtig. Und deswegen sind wir eigentlich sehr, sehr froh, dass es jetzt das wieder so gibt. An Helene Fischer sollen sich ja bekanntlich die Geister scheiden. Manche lieben sie heiß und innig, egal welchen Alters. Andere sagen, noch einmal atemlos und ich flippe aus. Wann hattet ihr euren ersten atemlos Kontakt? Wann hast du gedacht, mit der Helene, das macht die gar nicht so schlecht, da könnte was draus werden. Schon ganz, 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 als ich noch ganz klein war tatsächlich, Schlager war schon immer ein Thema bei mir, haben wir viel zu Hause auch gehört, bei Patricia auch und vor allem mein erstes Konzert, da war ich mit meinem Papa zusammen bei Gildo Horn. Ah. Und auch er findet Schlager toll. Also wir finden alle Schlager toll. Ja. Und das Lustige ist, hier im alten Arthaus, das früher altes Rathaus war, ist ja oben drüber auch eine Musikschule, ein Gesangszimmer und da habe ich gehört... Da habe ich gesungen, singen gelernt mit der Annette Meissner. Vielleicht sieht sie es ja, hier in Weilburg an der Musikschule. Also du bist quasi ein Teil deiner Jugendkindheit hier in Weilburg groß geworden. Wir zeigen ja auch hier, aus diesem Standort, wird Schlager in die ganze Welt verbreitet. Richtig, Klaus. Ja. Ist das nicht toll, dass wir es heute gemeinsam erleben dürfen? Wir singen ja dann auch, Helene Fischer hat ja ihren berühmtesten Schlager nicht selber getextet und geschrieben. Wie schaut das bei euch aus? Wir schreiben auch viel selber tatsächlich, sind wir auch sehr stolz drauf, also wir haben so eine CD dabei. Ah, vielleicht könntest du mal dem Uwe kurz in die Kamera zeigen, wie gut ihr auf dem Cover aussieht. Wir feiern das Leben, heißt dieses Album und einige Songs davon sind auch natürlich geschrieben von uns, manche auch gemeinsam mit unserem Produzenten oder einer anderen Songwriterin noch und das könnt ihr dann im Booklet einfach nachlesen, wenn ihr diese CD kauft. Ah, und es gibt ja noch eine andere Gemeinsamkeit zwischen euch und Helene Fischer, nämlich... Genau. Ja. Ach, Musical. Ja, 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 ich bin schlau, ich bin, ja, genau, bin vorbereitet. Das stimmt allerdings, wir haben ja jetzt auch schon viel über Musical erfahren und wir waren auf derselben Schule wie Helene Fischer. Also ursprünglich hat die auch Musical gelernt in Frankfurt. Richtig. Und da, wo die war, hat die gesagt, da gehen wir auch hin und da werden wir auch Schlagerstars. Ja, berühmt. Richtig, witzigerweise war es, also bei mir war es wirklich so, also ich wollte Schauspielerin werden und Sängerin und habe dann gesehen, es gibt ja auch Musical, genau diese Sparte kann man lernen. Und dann bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich gelesen habe, dass Helene Fischer an dieser Schule war. Und dann dachte ich, da stelle ich mich jetzt mal vor. Also kann sie ja nicht nur schlecht sein. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja, und sie macht ja auch noch mehr. Also wenn ihr zum Musical haben wir gehört Schauspiel, Tanz, vielleicht auch noch bei Helene so unter der Dach hängen, Abseil, Akrobatik. Das ist dazu eher so Felis Ding. Ah, jetzt wird's spannend. Ja, das wollten wir auch hier vielleicht nachher. Ich kann ja Räuberleiter anbieten. Ja, super. Das machen wir dann später im Song dann. Ja? Ach, im okay. Song? Ja, ach, ja, ja. Jetzt hast du mich ja schon so heiß gehört. Also ja. Ich glaube, ich kann es kaum erwarten, von euch einen Song zu hören. Wir bitten unsere Füllis beiseite zu treten und die Bühne freizugeben für ein wunderbares Schlagerduo Zweisamkeit. Ihr könnt schon mal langsam dort rüber gehen. Und während ihr dort rüber geht, haben wir noch ein kleines Abschiedsgeschenkchen vorbereitet. Ich nehme das Mikrofon mal an mich, gehe schon mal auf Position. Ihr könnt das mal in die Mitte nehmen. Weil während sich Zweisamkeit vorbereitet, sagen wir schon mal vielen Dank fürs Reinschauen und Zuschauen an Zweisamkeit, an Patrick L. Schmitz, an Florian Malicke, an Stefanie Köhm, an alle hier. Und das ist unser Abschiedsliedchen. Bitteschön. Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen, schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Show muss sein und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei, die Show muss weitergehen, auf Wiedersehen. Bam, badam.
Vom kontrollierten Ackerbau über die besonders artgerechte Schweinehaltung bis zur Erzeugung des Futters ist alles natürlich und gentechnikfrei. Der Heidehof Sippel in Wallmünster-Möttau ist weit bekannt für seine ausgezeichnete und hochwertige Fleisch- und Wurstqualität sowie für ständige Neuerungen von köstlichen Produkten, die ihresgleichen suchen. In der hofeigenen Metzgerei werden alle Fleisch- und Wurstwaren selbst geschlachtet und hergestellt. Den Qualitätsunterschied werden Sie schmecken. Genießen Sie Fleisch und Wurst mit reinem Gewissen und besuchen Sie den Hofladen Sippel auf dem Heidehof oder die Filiale in Braunfels in der Borngasse 54. Samu, lass uns vor dem Dreh den Text nochmal zusammen durchgehen. Du sagst bitte individuell planbar, hochwertig, Top-Qualität, 5 Jahre Garantie und der Sitzauszugsbequemlichkeitsfaktor. Auszugsbequemlichkeitsfuck more? Fast. Bequemlichkeitsfaktor. Ich könnte es ablesen, aber dann wäre ich nicht zu sehen. Samu, das Wesentliche ist zu sehen. Interliving. Möbel für mich gemacht. Ah, Bequemlichkeitsfaktor.